Willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas Worlds. Ja, wir haben im Livestream gestern weit gemacht. Jetzt habe ich noch ein bisschen weiter gemacht, bevor ich die Videos hochgeladen habe. Jetzt kann ich endlich aufnehmen, ohne dass es leckt. Ich möchte sagen, dass ich jetzt momentan richtig stark bin. Ich habe ein neues Unique gefunden. Das muss ich euch auch noch kurz zeigen. Ich bin ein bisschen im Stress, tut mir leid. Ich muss mir noch Teso kaufen noch. Also die Elder Scrolls Online. Das ist die Wand, die ich gefunden habe. Es ist recht gut zum Leveln. Auch eben auch zum Summon Rage and Spirit benutzen. Weil es 1 zu Socket Gems hat und Spell Echo. Da kann ich doppelt so viele einsetzen. Das ist schon nett. Also, jetzt bin ich wieder ein bisschen runter gekommen. Oh. Das ist wahrscheinlich der Große, nicht? Doch, doch. Hm? Da. Das ist noch nicht der Große. Wo ist er? War im ersten? Weiß nicht. Ich sehe immer nicht, welchen Gegner ich töte, weil es so schnell geht. Und Zeit zum Tank benutzen habe ich auch nicht mehr. Gut. Gegner haben viel Leben langsam. Ich habe richtig viel Damage jetzt gemacht auf die kleinen Schädel. Hm. Oh, ich muss auch den anstellen. So. Ah, ja. Ganz gechillt. So gerne einfach vorher richtig schnell gezockt. Neben das Warten ständig auf das Geld. Ist mir ein bisschen leid. Leute, Pay-Safe-Cards sollten zu Hause sein. Ah, oh, meine Zombies sterben alle wegen diesen guten Gegner. Ja, jetzt sind die auch schon hoch. Jetzt sind wir bald in Cruel, das ist schon gut mal. Und diesen Loot ist ja geil. Ich freue mich so einfach immer wieder, Path of Exile zu spielen. Jetzt wieder. I need more mana. Es kostet extrem viel Mana, die zu beschwören, weil sie vier-linked sind. 3 Support Games haben. Death Vecten habe ich ausgewählt. Gut. Und jetzt habe ich einfach noch mehr Fun. Ja, wenn die Games Erfolge geben, wie zum Beispiel Path of Exile, dann ist es für mich auch wunderbar, für jeder ungefähr. Aber das macht Champions of Regnum leider nicht. Also ich habe fast keinen Erfolg und das langweilt mich extrem. Weil man natürlich viel Geld ausgeben muss und so weiter. Nervt es einem schon richtig hinten rein. Muss ich mal schauen, was ich mit dem Game mache. Hä? Ich habe es auf jeden Fall in den News gesagt, dass ich jetzt momentan keine Regnung bringe, weil ich einfach nicht vorwärts komme. Ich will euch ja nicht nur zeigen, wie ich die ganze Zeit lebe. Und ich brauche einfach ein bisschen Ruhe. Dann kann ich weitermachen und leveln und alles Mögliche. Aber ja, viel online sein werde ich nicht. Ich werde jetzt zuvor vor dem Livestream um 4 Uhr noch ein bisschen spielen, aber nicht viel. Vielleicht Livestream möchte er schon. Ich habe schon Lust jetzt zu Livestreamen. Naja, alles noch. Der Reihe nach. Hm. Path of Exile ist momentan der Hauptgrund jetzt. Spiel es und muss jetzt nicht um anderes kümmern. Ich muss immer schauen, dass ich nicht auf andere Sachen umschweife, weil ich die Konzentration dann verliere und so weiter. Aber das ist ja schwer, wenn man den ganzen Tag
zu tun hat, immer im Stress ist. Das ist schon unglaublich. Ja, danke schön, dass die Parts vor allem sehr gut ankommen von Path of Exile. Das hat mir wirklich sehr viel, ja, den Stolz rausgebracht, den ich schon habe, aber immer wieder brauche. Und man sieht, dass es bei euch gut ankommt und das ist das Wichtigste, oder? Ja. Kommen wir recht gut schnell vorwärts. Jetzt sind wir auch da. So, Dele. Wollen wir noch weitergehen? Ja, wir gehen in die ins Labyrinth, gell? Ich werde vielleicht euch nicht das ganze Labyrinth zeigen. Sorry, aber das ist einfach zu lange. Ich habe es gezeigt mit der Feuerballwitch. Und das müsste uns reichen. Sonst ist es zu langweilig. Das ist etwas. Muss es nur richtig haben. Ist Armor, ja. Ist genau das, was ich wahrscheinlich schlecht dazu bekomme. Ich brauche ein grünes... Ja, ich brauche es nicht, nee. Dann muss ich schauen. Increased Attack Speed, das nehme ich. Good luck. Also zuerst einmal muss ich hier alles einnehmen. Dann ganz hinten, glaube ich. Ja. Ist mager und deep, also Shadow. Also, ich möchte gerne mehr Sockel bekommen. Ist Maximum eigentlich bei diesem nur 5? 4? Ach bitte. Ich habe ein paar Jebel Orbs für Alteration, genau, ausgegeben. Ich zeige es euch gerade. Ich brauche die da. Seht ihr, da muss ich Orb of Alteration gebrauchen. Good luck. So. Ist wahrscheinlich Maximum. Kommt kein... Doch, 5. Ey, super. Komm bitte. 5 Linket. Yes. 5 Linket. See ya. 5 Linket. 5 Linket. 5 Linket. Was zu wenig. Da muss ich den Stein rausnehmen. Ja. Mist, ich habe sie schon zu hoch gelevelt. Ich wusste es. Also mal hier, mal hier, mal hier. Jetzt muss ich schauen. Faster Casting Cost und Conversion. Jetzt muss ich schauen. Tja. Ich brauche so viel Dexterity. Ich kann hier nicht wählen mehr, oder? Nein, müsste es irgendwo anders holen. Also, wir benutzen hier zwei Orb of Scoring, glaube ich. Jetzt muss ich das schauen. 1, 2. Yes. Jetzt muss ich schauen. Stimmt das? Das hat er aber auch noch zu wenig. Siehe. Nein, nicht das. Hallo? Yes? Ey, hab ich so viel wenig Ding.
Jetzt. Noch den. Muss nochmals einen splitten. Yes. Das ist nervig. Das ist nicht gut. Okay, jetzt habe ich sie wieder tiefer gemacht. Ja, mache ich das mit Fast Casting und das mit Flash Offering. Dann mache ich Flash Offering mit Convocation. Naja. Dann mache ich Wrath mit Flash Offering. Gut, dann können wir mal noch schauen, was wir reintun können. Wir können noch reintun... Ah, wo ist es? Haben wir da nicht noch einen Support-Game gehabt, der wichtig ist? Minion-Damage. Wollen wir den schon leveln? Ach komm, leveln wir den noch. Okay. Ja, wir müssen halt viel ausgeben, das ist wahr. Aber wir müssen auch effizient sein. So. Hier wollte ich ja hier hingehen. Und den Cast Speed mitnehmen. Das sieht geil aus. Schau mal, wie schön wir aussehen. Einfach das oben auf der Schulter, das Zeug, das Band ist nicht so schön. Okay, dann machen wir jetzt das Labyrinth, hä? Wir haben 10 Minuten. Ja, vielleicht splitte ich ja, mache ich zwei Parts für euch. Naja, ich werde splitten. Also, ich zeige euch kurz den Anfang und das Ende, gell? Das weg. I need more mana. Ja, ja. Du brauchst noch viel Mana. Ich hab keine Schokolade mehr. Na gut, schauen. Nichts. Zwei Eingänge. Also, ich werde splitten und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis denne. Naja, es ist noch zu schwer. Also ich kann euch sagen... Ja, 20.000 Fallen. Auf einem Stück. Ich musste zwingen zu einem goldenen Tor. Brauchte den Schlüssel. Bin dann in eine andere Ebene gegangen. Und da waren ganz viele Botenfallen mitsamt der... der sich bewegenden Kreisel. Und ja, bin mehrfach in eine Botenfalle gefallen, weil ich nichts gesehen habe. Und ja. Also nicht gefallen, aber reingetreten und dann sind sie hochgepusht. Naja, bin ja nach dem ersten Boss, also nach dem ersten Mal von diesem Enya irgendwas Teil. Und dann nicht mehr weiter, leider. Na gut. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt das Geld für Elder Scrolls Online. Oh, so etwas brauche ich. Werde ich auch mal für Fundstücke hin tun. Und das... Na, könnte ich gebrauchen. Ich muss mit aller Ruhe dann die Fundstücke mal mit euch dann wechseln zu den anderen. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt mal die Orbs reintun. Leider hier Zyklon nicht mit Qualität. Okay, die zwei sind ja schlecht, ja. Schade. Yes.
Dann machen wir jetzt die zwei Portale noch, gell? Tut mir leid, aber ich bin nicht in Konzentration für das Labyrinth. Das regt mich jetzt auch wieder ein bisschen auf. So ein Mist. Aber den Black Glim können wir dann gut gebrauchen für den Barake. Und den möchte ich jetzt nicht schon wieder hochleveln. Kein Bock. Hm. Hier haben wir aber einen Gambler. Eine Gambler-Karte. Jo, jetzt haben wir zwei von denen. Wir haben ja schon vier gehabt. So. Also, machen wir da das Stream zuerst. Rede nicht so viel, bitte. Du regst mich jetzt schon ab. Ich brauch bessere Items. Unbedingt. Ist ja nicht normal. So. So ist er eigentlich. Also wie soll ich mit dem abgeben? Du es dann aber wieder anmachen natürlich. Wenn ich es nicht vergesse. Das ist ein falscher Weg. Ah, ich muss die noch anmachen. So. Nicht mal etwas gegeben. Ich habe zweimal getrunken. Ich brauche mehr Tränke. Vom gleichen Trank drei Stück. Ja, der wird noch recht gut im MF. Aber jetzt muss ich zuerst mal bessere Items bekommen. Vor allem gegen Blutung, also Armor. Sonst muss Sachen. Schon wichtig. Oh, 6 dazu bekommen. Ja, was droppst denn du, Schrott? Die haben noch nicht Level Up bekommen. Gut, ich darf sie nicht vergessen, dann nicht hochzustufen. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht angezeigt. Können sie gleich rechts klicken. Gut. Okay. Sind es die? Ja, Hardred und Desecrate. Weg. Weg. Also prima. Sieht der Stab aus? Nicht so besonders. Hat er einen Skin? Ja, er hat wahrscheinlich einen eigenen Skin. Sehe ich jetzt gerade nicht so gut. Prima. Gut. Die zwei sind, die sind easy gewesen. Eigentlich jeden Gegner ist jetzt easy. Solange er eben nicht Fallen mit sich hat. Ah, Item Rarity. Prima. Ich werde das mal ändern, hä? Minion Damage, da mache ich doch wenig Schaden. Naja. Muss es trotzdem. Das kann ich noch upgraden.
Das muss warten. Aber ich brauch MF, ich will MF. Hier ist wahrscheinlich nichts mehr, aber ich gehe trotzdem, weil ich ja MF habe. Darf ich da mal schauen, bitte? So hinterst hinten. 161 plus. Steht nichts. Also bringt der Trank geht gar nicht, stimmt. Der muss natürlich verlorene Energie haben. Naja, aber der Trank ist 41 noch dazu. 182% haben wir schon. Und das sind so Low Level. Ist ja Wahnsinn. Was haben wir für ein Level gehabt? Habe ich das gesehen? 39. Mhm. Gut. Auf jeden Fall werden wir jetzt Erfolg haben. Schön, danke schön. Aber ich brauche Unix. Ganz viele davon. Aber seht, erfüllen Maps ist schon viel, viel mehr MF da. Ist wieder viel mehr Items finden. Das ist doch schön, hä? Immer wenn ich den Rücken gerade halten muss, wegen den Rückenschmerzen, fehlenden Gelenke, ja, Knochen, die nicht ganz sind, die Wirbelsäulen, muss ich gerade stehen und dann bin ich immer irgendwie ein bisschen, ja, wie sagt man dem, stolz, also so ein bisschen aufgerichtet, oder? Und wenn ich krumm stehen muss wegen den Schmerzen, krumm halten muss, bin ich so glücklich und einfach ein bisschen chillig. Nicht mehr so aufgerichtet. Das hat gute Seiten, aber mich tut es auch wieder ein bisschen verwirren. Gott, oh Gott, oh Gott, diese Krankheiten nerven. Tja. Aber könnte man das heilen, würde ich natürlich jeden Cent hergeben. So mich zu flicken, mich zu reparieren. Gut, dann gehen wir rein in die Arena, in die Arena, in die Arena, die Green Arena. Das wird easy. So, heute gibt es leider kein Path of Exile, weil Diablo 3 wieder weitergeht. Season 8. Und die möchte ich gerne mit euch zusammen machen. Im Livestream. Deshalb gibt es heute kein Path of Exile. Tut mir leid. Ach, so schön, so ruhig, ohne dieses Geschnurre. Das ist wirklich das Schlechteste vom Pfaffer-Wechsel. Die ganze Zeit muss jemand reinreden und irgendwas sagen. Ich sage etwas, niemand anders. Ja. Zeit läuft uns vorbei. Ich will ab den Boss noch kurz machen, deshalb müssen wir da ein bisschen schneller durchrennen. Naja, ich muss ja auch noch Tezo installieren. Weil eventuell möchte ich heute doch noch ein bisschen Tezo zeigen. Die brauchen wir nicht in Hardred Essence. Gut, ein bisschen neue aufbeschwören.
bitte nicht. Was ist denn das für eine? Walnuss-Shit. Ice Crash. Hm. Nein, danke. Ich gehe jetzt durch. Um diesen Stress zu haben. Weil das Spiel so umfangreich ist, möchte ich immer vorwärts machen. Sollte das Spiel einfach nicht mehr so umfangreich sein. Hey, alles geht nicht zu beschwören. Ja genau, übertreib's ja noch. Oh Gott, hier übertreibt alles. Alles stirbt zu schnell wegen den... Schon heftigst, hä? Ich brauch bessere Soldaten da. Okay, immerhin haben wir es überlebt. Wir können die restlichen Minuten den Boss besiegen. So. Tschüss. Ist nicht so gut. Ach, egal. Hier müssen wir aber besiegen. So viel Blutungsschaden macht uns tot. Tötet uns! Wieso denn immer, ey? Übertreib's nicht. Nein. Boah, ey. Schlimm. Ja. Dings sind halt schwach. Beschwerer. Wir kommen nur durch gutes Killen bessere Sachen über. Oder schaffen den Boss. So, was wollte ich noch? Den Bone Circle mitnehmen. Hm. Tja. Schon mitnehmen wir mit fünf normalen. Nur zwei linket. Hm. Okay, mal hier unten hin und das hier hin. Und geschafft. Gott, oh Gott, oh Gott. Übertreibt's noch. Also, ich bin fix und fertig, dankeschön, und ich mache jetzt Pause. Dann kommt der Livestream. Tschüss.